Tatsache, dass man etwas völlig Neues entdecken und schaffen kann, einen völlig neuen, ja biologisch würde man sagen, eine neue Art oder eine neue Klasse von Lebewesen, dass man etwas völlig Neues schaffen kann, selbst wenn es noch so lang dauert und wenn man auf noch so viel Unverständnis stößt. Das ist also das, was junge Leute daraus entnehmen können. Und wir müssen ja, ich nenne jetzt keine Beispiele, wir müssen ja damit rechnen, dass wir mit den Problemen, die auf uns zukommen, die wir uns zum Teil selber schaffen, wieder ganz völlig neue Wege, Lösungswege beschreiten müssen. Und wenn junge Menschen sehen, da ist noch einer, den unsere Eltern noch gekannt haben oder kennen konnten, der hat das so gemacht, und wenn sie Daimler und Benz und ihre Zeitgenossen sich ähnlich ansehen und wenn sie sich die Erfindung der großen optischen Leistungen, also Fraunhofer und dergleichen, dann aus dieser Ecke interpretieren, dann kommt eine schöne Ahnengalerie zusammen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das sind Sachen, die die ganze Menschheit betreffen.